Freitag, 9. Dezember 1985. 10 Tage sind wir bereits auf See. Der heutige Tag ist ein ganz spezieller. Heute überqueren wir nämlich den Äquator. Und für den Äquator, da hat sich natürlich Schiff und auch unsere Animatoren von der Eugenio C wieder etwas ganz Spezielles ausgedacht. Nämlich die Äquator-Taufe. Ancora più questa che tutti voi magari. Non tanto artisti, non tanto.
Keiner Kreuzfahrt darf natürlich auch der Jekamide, jeder kann mitmachen, Abend fehlen. Und auch das mal wieder am 10. Dezember war es soweit. 16 verschiedene Gäste von der Eugenio C. Italiener, Deutsche, Österreicher und Schweizer haben gezeigt, was sie können. Sie haben Schlagzeug gespielt, sie haben gedichtet, sie haben italienische Gedichte vorgeführt, sie haben Posaune gespielt und so weiter. Sie mögen sich sicher an den lustigen und unterhaltsamen Abend erinnern. Unterbrenner sind gute Leute, sind mit Freude Meier und ich. Man sah uns früher und man sieht uns auch noch heute mit Freude Meier und mich. Ein reizend Mädelein, das lernt er kürzlich kennen, mit Freude Meier und ich. Bald gab es ein heißes Liebesszenen bei meinem Freund Meier und mir. Ein Zwillingspaar, das schrie dort ungeheuer, die Ähnlichkeit war fürchterlich. Der eine Zwilling sah so aus wie mein Freund Meier und der andere wie ein Donnerstag, 12. Dezember. Ein Tag bevor wir Südamerika, bevor wir die erste Station von Brasilien erreichen. Aber heute steht uns ein ganz besonders tolles Ereignis bevor. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Seefahrt ankert ein so ein grosses Kreuzfahrtschiff vor der Insel Fernando de Noronha. Fernando de Noronha ist eine Insel, die vor allem besetzt ist durch brasilianisches Militär. Aber das wollen wir natürlich nicht anschauen. Wir wollen vor allem die berühmte Delfinenbucht einmal sehen. Von der, wo schon so viel geschrieben und gezeigt worden ist. Wir können natürlich nicht mit dem grossen, über 200 Meter langen Schiff da die Inseln anfahren. Sondern wir müssen das machen mit dem Rettungsboot. Die kommen also wirklich zum Einsatz, aber zu vergnüglichen Zwecken. Es ist ja gerade eine gute Übung auch wieder für das Personal vom Schiff, das einmal auszuprobieren. Bevor dann aber alle unsere über 700 Passagiere auf die Bötli verfrachtet werden, gibt es noch einen kleinen Tumult, den sie vielleicht auch miterlebt haben. Die ansonsten so netten und freundlichen italienischen Gäste haben einen kleinen Krach ausgefochten mit uns Schweizer, weil sie nicht gerade als Erste haben dürfen auf die Bötli haben. Aber nachher sind wir alle zusammen entschädigt worden und wieder zufrieden gewesen. Die Italiener wie ein Schweizer ab dem, was jetzt auf uns zugekommen ist. Nachdem, dass wir ein paar hundert Meter weit von der Eugenio weg sind, in der Nähe vom wunderschönen Strand von dieser Insel Fernando de Noronha, haben wir schon bald die ersten Delfine gesichtet. Das Tagesthema Nummer 1. Und überall hat es getönt. Siehst du dort. Und lustig ist zu schauen, der Fotografen, dann immer bis sie gemerkt haben, wo die Delfine sind und haben wollen abdrucken, sind sie bereits wieder verschwunden gewesen. Besser hat es da schon unser Kameramann Leo Volpi gemacht. Direkt vor seinem Katamaran zu hat er die längste Zeit Delfine können mit der Kamera einfangen. Ja.
Die Insel Fernando de Noronha kann man übrigens auch als Tourist besuchen. Es gibt alle Wochen einen Flug von Recife, von Brasilien aus. Daher, es hat ein Hotel darauf und es ist also wunderschön, um da 2-3 Tage auszuspannen. Schauen wir die stolze Eugenio C. Nammel vom Wasser aus an. Über 200 Meter lang, 32 Meter breit, 700 Leute, die nur darauf arbeiten, für unser Wohl bedacht sind. Also eine richtige Stadt mit allem, was dazugehört. Mit Einkaufsläden, mit Kino, mit Kapellen, mit einem Haufen Restaurants, mit einem Nightclub, mit einer Sauna, mit einem Massagezentrum. Und wo wir die Insel Fernando de Noronha wieder verlassen, haben wir nochmal beobachtet, wie der Anker aufgezogen wird aus einem strahlend blauen Wasser. Und ebenfalls haben wir dann die Gelegenheit gehabt, mal in den Motorenraum runterzugehen und mitzuverfolgen, wie das riesige Ungetüm gestartet wird. Nicht nur die Schiffsschraube hat sich unermüdlich gedreht, nein, auch der Roulette-Tisch war im Betrieb. Jeden Nachmittag und Abend hat es da so Glücksspieler gehabt, die versucht haben, ihr Sackgeld aufzubessern. Aber meistens hat nur die Bank gewonnen. Já foi, cara? Já tá gastando o que não tá me dando. Não é? Salvo. Graças. E meu usar o chá? Schirm? Nein, nicht Schirm. Auch nicht Melone. Nur mit Schaf. Aber das ist schon sehr viel. Goldini! Er hat ein Papier über die Schere gelegt, hat das durchschnitten, hat beide Teile dem Publikum gezeigt, hat den Schnitt egalisiert, aber an Kadabra gesagt, geblasen und dann war das Papier wieder ganz. Dankeschön! Ich zeige Ihnen noch jetzt, wie man das Tuch verschwinden lässt. Sie nehmen ein Tuch scheinbar, ich brauche gleich ganz weit, Sie haben ja vorher gesehen, so, man macht so,
Man macht diese Bewegung und was passiert? Ein Mann wird bestimmt sagen, Sie haben das unter dem Arm. Dann wird er sagen, unter dem Arm und dann sagt er nein, auf der anderen macht man so, das berührt einfach nicht. Das Tuch ist nicht mehr da, man zeigt dann den Zipfel vom Tuch, macht so und weg. Und wo befindet sich nun das scheinbare Tuch? Sehen Sie, das ist... Die letzte Nacht noch auf der Eugenio C, bevor wir in Recife landen. Die Zeit haben wir schon bereits 3 Stunden zurückgestellt und der Willy Brammeshuber hat extra für Brasilien, für die Eugenio C, selber ein Lied geschrieben und komponiert. Und weiß und braun, in Ipanema gibt's die schönsten Mädchen. Wie sind sie alle herrlich anzuschauen? Alle! Rio, Rio, Rio de Janeiro. Rio, Rio, ich komm zu dir zurück. Tust du mal in allen schönen Adieu sagen, wo wir ins Recife rausgehen? Hä? Ja. Also. Alle guten Morgen, das Recife. Das Recife. Also, fang ja, deine Schau. Ich sage allen Adieu, Bonorn, das Recife. Kann sie mir Recife? Also, ich sage allen Adieu, Bonorn, irgendeinig. Vorbord oder Überbord ausschüttet. Könnt jetzt nicht lachen, jetzt gebe ich mir so Mühe. Und ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Reise, eine schöne Zeit, schöne Weihnacht, ein gutes Neues. Ja, ja, das kannst du hören, hä? Und da habe ich noch etwas ganz Schönes, jetzt möchte ich Ihnen noch ein ganz schönes Liedchen singen. Das Träumchen. Harry ist verrat. Plötzlich stehst du im Ural, du im höheren, dicken Busch. Da kommt dann schon fast der Drusen auf die Schnecke. Hey, du läufst so schnell, dass du laufen kannst. Über Stock und Stein. Jetzt ist er plötzlich jünger und du liegst noch im Bett. Hey, sie ist ja nur ein frieses Träumchen. Das ist wahrscheinlich nicht so alt, wie es sein sollte, aber es ist neu gemacht, aber nach dem alten Prinzip und es klingt sogar. Und jetzt spiele ich ihn da drauf, ich versuch's mal. Das stimmt zwar nicht ganz richtig, aber ich spiele das erste Lied, das ich gespielt habe, als ich angefangen habe, als 4,5-Jähriger vor 35 Jahren. Sonst geht's zu lang. Ich spiele das gleiche Stück, aber doch lieber auf meinen. Weißt du? Thank you.
doch jetzt auch noch mal mit uns, mit dem Medibär, mit uns handeln. Bitte! Das heißt mir einfach, das tut viel wieder. Das war zu schön, gebaut zu sein. So wie ein Dunkel, wir wissen wieder, wo Paradies ein Gott bescheid. Das muss nur einmal, das tut viel wieder. Das war wie ein so Träumerei. Das kann das Leben nur einmal geben. Wie lang ist morgen schon? Das Leben nur einmal geben, denn jeder Flüchtling hat nur einen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wir sind in Brasilien, endlich. Die erste Stadt, die wir anlaufen, ist die Hauptstadt von Pernambuco, Recife, oder wie Brasilianer sagen, Recife. Und da wären wir schon mit der Musik von dieser Gegend empfangen, mit Frevo. Stadtrundgang und bei einer Stadtrundfahrt lernt man Recife und Olinda näher kennen. Was man natürlich nie bei einem Besuch von dieser Stadt verpassen darf, ist Casa Cultura, ein früheres Gefängnis, das jetzt leer steht, wenigstens von Gefangenen, aber jetzt jede Zelle ausgestattet ist mit einer Boutique, wo die vielen Handarbeiten, die vor allem im Nordosten von Brasilien gemacht werden, zeigen und natürlich verkauft werden. Recife wird auch das brasilianische Venedig genannt. Und das nicht umsonst. Recife besteht aus drei Inseln, die insgesamt mit 27 Brücken miteinander verbunden sind und also von vielen, vielen Flüssen durchquert werden. Einen davon sehen wir jetzt mit zwei oder drei Brücken im Hintergrund. Mit dem Bus machen wir jetzt eine Fahrt in die Umgebung von Recife. Wunderbare Kirchen aus der Kolonialzeit der Portugiesen sind jetzt noch gut erhalten zu finden. Tropische Pflanzen geben am Ganzen den richtig tollen Anstrich. Man kann sich nicht satt sehen an diesen wunderbaren Bäumen und Blumen. Der Weg führt vorbei an weniger schönem von Recife,
an den Favelas, an den armen Viertel von dieser Gegend, die wir ja in ganz Brasilien dort finden. Schöner wird es jetzt im anderen Teil von Recife, in Olinda. Man hat da wunderbare Sicht aufs Meer raus, wunderbare Strände laden die zum Baden und schöne Gassen. Und in diesen Gassen, die Sie jetzt sehen, da findet der ganz berühmte Karneval von Recife und Olinda statt. Recife hat 2,5 Millionen Einwohner zusammen mit Olinda und machen Sie mal Ferien nur in Recife. King Travel ermöglicht es Ihnen. Schauen Sie an die Sicht da jetzt von Olinda über nach Recife. Auf Eugenio C, wo uns wieder erwartet, um weiter zu fahren auf dem Meer der Küste von Südamerika entlang. Nach Salvador da Bahia, unserer nächsten Station. Aber bis so weit war, haben wir noch mal eine Nacht auf dem Schiff verbringen. Und das haben wir ausgenutzt, unser Kamerateam einen Besuch zu machen in der Küche von der Eugenio C. Da ist also unser Essen, wo wir den ganzen Tag serviert haben, gemacht worden. Eine eigene Bäckerei, eine eigene Patisserie, das ist alles selber gemacht worden und in jedem Hafen ist wieder ein Haufen Ware zugeladen worden, wo nachher dann eben unser nicht immer ganz heisse, aber sehr gute Essen gemacht worden ist. Spezielles Augenmerk hat man auch aufs Dekor gelegt. Jeden Abend zum Essen ist speziell wieder neu dekoriert worden. Das war der Abend vom 11. Dezember, wo wir ein italienisches Essen hatten und alles rundum, die ganze Ambiance dabei, hat eben auch gestimmt. Thank you.
Sonntag, 13. Dezember. Salvador, oder genau gesagt, São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Zweifellos eine von schönsten Städten vom brasilianischen Norden, das Salvador da Bahia. Salvador da Bahia liegt teilweise am Atlantik und teilweise in einer Bucht. Salvador da Bahia ist in zwei Teile getrennt, und zwar einmal in die Unterstadt und einmal in die Oberstadt. Und dort haben wir jetzt ganz kurz den Lift gesehen, wo die zwei Stadtteile miteinander verbinden. Verschiedene Wahrzeichen, verschiedene Festungen zeugen noch von der Eroberung der Portugiesen. Übrigens war Salvador da Bahia die erste Hauptstadt von Brasilien. Nachher ist dann Rio de Janeiro geworden und heute ist ja die moderne Stadt mitten im Urwald Brasilia. In Salvador lohnt es sich wirklich, einen ausdehnten Spaziergang zu machen. Denn wirklich wunderschöne alte Villen zeugen noch von der Kolonialzeit her. Auffallend auch die vielen schwarzen Leute in Salvador. Und das kommt daher, da auch der Ursprung von Brasilien, der Sklavenhandel, sehr gross dort in Salvador blüht hat und man aus Afrika dann die Sklaven übergenommen hat. Und die haben sich natürlich dann da niedergelassen. Denn sonst weiss man ja, Brasilien hat nur 40% schwarze Leute, die anderen 60% sind weisshütig. Angeblich hat Salvador de Bahia 365 Kirchen. Zählt haben wir es zwar nicht. Der Platz ist übrigens das Zentrum des einstigen Sklavenhandels. Durch enge Gassen tun sich da die Touristengars durchzwängen, gefolgt von vor allem, man wird es immer wieder sehen, von vielen VW-Käfern, der VW, der ja in Brasilien selber noch gebaut wird. Vale.
Letzte Tag auf See. Im Hintergrund tut der Chief Purser Lupi zusammen mit der Reiseleiterin Silvia Rieder die letzten Anweisungen ausarbeiten für die Ausschiffung. Aber während dieser Zeit tun sich natürlich Gäste noch ein bisschen voneinander verabschieden. Man hat jetzt 14 Tage miteinander zusammengelebt. Man ist, ich kann fast so sagen, eine richtig grosse Familie geworden. Und man tut sich jetzt noch ein bisschen die letzten Erlebnisse von diesen Tagen miteinander austauschen. Aperos werden gegeben, man wirft sich aber nochmal am letzten Abend in Schale. Denn der Captain macht nochmal mit seinen Offizieren die Aufwartung und offeriert nochmal so einen Abschiedstrunk. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine glückliche und gesunde Einkehr. Herzlich Glückwünsche auch und schön für Weihnachten und neues Jahr. Dankeschön. God bless you all. Felicità a tutti. Grazie. E noto il comandante Alberto Antonio Danza, Giuseppe Mite, Marita Mutteren, Giuseppe Kapitän, Matthias die Tanzen geöffnet, Sie sind herzlich eingeladen. Sonntag, 15. Dezember 1985. Es ist soweit. Wir laufen in Rio de Janeiro ein. Ein einmaliges, ein faszinierendes Erlebnis, die Fahrt in die wunderschöne Bucht Guanabara. Und wir werden in den nächsten 10 Minuten so wunderschöne Bilder jetzt sehen, wo sich eigentlich jeder Kommentar erübrigt. Lehnen Sie zurück und geniessen Sie die fantastischen Bilder. Ja.
Der Gottesberg Donnerstern ist 4 Kilometer lang. Mitzunehmen. Wir sind diese kleinen Kinder auf der Strand, diese arme Kinder von den Favela, die kommen auf den Strand, wenn sie da eine Tasche auf den Sand lassen, ins Wasser zu gehen, wenn sie zurückkommen, ist nicht mehr da. Vou levar macaco lá para os Estados Unidos.
Ja, los, los. Alle shit, man, stuur je uit. Huh?
So berühmt wie Rio de Janeiro und seine Umgebung ist, so berühmt und bekannt ist der Karneval. Der ist aber leider erst im Februar und für den zu suchen haben wir nicht gewartet. Wir haben Karneval im Dezember reingezaubert in unser fantastisches Hotel Rio Palace. Und jetzt wieder viel Vergnügen und tanzen Sie doch mit diesen heissen Samba-Rhythmen. Thank you.
Drei Wochen unvergessliche Ferien liegen hinter uns. Bald geht es wieder zurück in die kalte Schweiz. 14 Tage auf dem Meer mit Besuch von fremden Ländern, von fremden Kontinenten. Europa, Afrika, Südamerika. Wir von King Travel hoffen, Ihnen haben diese drei Wochen unvergessliche Freude und unvergessliche Erlebnisse bereitet. Hey.